10. Folge Bucket Plugins programmieren lernen. Hier haben wir unsere Sachen noch vom letzten Mal. Da habe ich noch was gefunden, was eigentlich nichts braucht. Manche Sachen habe ich in meinen Freizeitprojekten und nicht YouTube gehört, ein paar Sachen rauskopiert. Wir haben letztes Mal die Config-Dateien bearbeitet. Hier haben wir den Warp-Manager uns erstellt. Dann haben wir hier noch den, die Klasse Warp. Wir haben bei unseren Commands Z-Warp und Warp mit unserem neuen Warp-Manager. Genau, ich habe was vergessen zu loaden. Und da kommt erstmal ein schönen fetten Error. Hier, 29. So, wir haben hier unsere Warp-Commands und so weiter. Warp. Du hast keine Rechte für den Command. Dieser Dienst dazu, Warps zu sehen. Genau. Dann haben wir noch irgendwo hier auch noch den Command Manager. Genau, da haben wir den Warp-Command. Und beim Command Manager. Hier haben wir letztes Mal Buckets hingeschrieben, also wo wir Commands in der anderen Reihenfolge gestellt haben. Wir können auch was anderes machen. Wir machen jetzt Plugins programmieren lernen. Das nimmt der auch an. Und wir haben ja gerade auch so einen Error gehabt, den kann man hier gut sehen. Ich habe da jetzt mal ein bisschen rumgetüftelt mit Open Broadcaster. Genau. Gute Frage, weshalb das einfach ein bisschen größer ist. Keine Ahnung. So. Unten die letzte Leine sieht ihr nicht. So, hier haben wir. Das ist ein bisschen blöd. Hier haben wir unseren Fehler. Also, das ist eine NullPointException caused by .java lang.NullPointException at, also wo, de.mynip.listener. Das ist sozusagen unser Package hier. Und ab hier fängt dann der Klassenname an. Das ist dann die Methode. Und hier wird nochmal gesagt, in welcher Java-Datei also und in welcher Zeile. So, wenn wir jetzt, wir sind ganz schlau, ganz schlau, wir wollten gar nicht den Server schließen. Wenn wir jetzt hier hingehen in unseren Player Command Prozess Listener, in der 29. Zeile, dann fällt uns auf, es ist die da. Es ist ganz einfach. Wir fragen ja immer ab, ob der Command das ist, ob c.getClass Problem ist. Wenn wir irgendeinen falschen Command eingeben, ist der meistens immer falsch. Wir können hier e.z Eclipse, mach was bitte. e.z machen und return. Weil endgültig, wenn du einen Command eingibst und der existiert nicht, dann kommt dieser Error. Exportieren, YouTube. So, dann wird es hier reloaden. Plugin wurde erfolgreich geladen. Wir recollecten nochmal. Dann ist es soweit auch funktioniert. Es sollte auch eigentlich BGL oder Z. Ja, schön und gut. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir gehen mal exportieren. Wir haben vergessen, den Command Manager zu benutzen. Ja, das ist nicht so sehr für euch. Also, private Command Manager, den müssen wir noch registrieren. Jetzt haben wir aber hier unten noch den alten Command, den können wir den nächsten Mal überschreiben. Also, ganz einfach. So. Haben wir hier ab diesem Abschnitt
zu meinen Eltern, die zu meinen Eltern. Dann exportieren wir das nochmal. Wir haben ja können. So. Genau, Z-Warp und dann haben wir noch Warp. So. Den einzigen Warp, den wir haben, ist der Miner EP. Das ist der da oben. Dann haben wir noch unseren Player-Hider hier. Beim letzten Mal zeigt, du hast nur Spiel unsichtbar und Freunde und bla 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 gemacht. Sehr, sehr schön. Jetzt fängt es bei mir an zu laggen, weil es Nacht wird. Keine Ahnung, weshalb. Slash Day. Time Day. Ah, Leute. So, Difficulty. Null. Oh, besser. So, bedeutet Minecraft Server läuft. Nicht wundern, weshalb hier ein bisschen die Welt zerbombt ist. Ich habe wegen einer anderen Serie, also so YouTube-Server, habe ich was aufgenommen. Und da habe ich ein paar falsche Argumente eingesetzt, also Codezeilen. Und da hat sie halt ein bisschen, ja, zerbombt. Aber nur ein bisschen. Ja, bisschen. So, wir haben unseren Player-Hider halt mit einem Enchantment drauf, was wir nicht sehen. Hier, alles Spiel, macht alle Spieler unsichtbar, zeigt Team-Mitgliedern und YouTubern, zeigt alle Spieler an. Da ist ein Rechtschreibfehler, da fehlt ein T, das kann man schwer korrigieren. Also wir haben jetzt unsere Warp-Points, also wir können Warp-Points setzen mit T. Achso, ja, ganz unnötig. Slash Z. Warp können wir jetzt machen. So. Mit dem Miner LP. Nein. Nein, er möchte nicht. So, Z Warp Test. So, der Warp wurde eingetragen. Und jetzt sagen Warp. Dann steht da Test Servus, dann kann man uns hier entweder probieren lassen. Das ist so, sag mal so ein bisschen das fortgeschrittene Warp-System. Wir haben aber jetzt zum Beispiel das Warp-System reinprogrammiert. Jetzt habe ich ein Problem, wir können Warp setzen, aber nicht entfernen. So, das Entfernen ist eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Wir haben hier unseren Commands, kann man hier sagen. Command. So, da können wir jetzt Extens Command wieder machen. Hier wieder alles eintragen. Da ist ein Fehler. Wir können noch was Wichtiges einfügen. Habt ihr also? Ich glaube nicht, weil ihr Anfänger programmiert seid. Es gibt ein, wenn ich jetzt einmal on, genau, hier haben wir Methoden, Set und so weiter. Dann gibt es ja ein Test und weiß ich, Set Usage. Dann kommt ja das Lustige. Es gibt ja ein Tab Completion. So, die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Wenn, das sieht ihr ja meistens, wenn wir jetzt hier sagen slash z warp und dann Tab drücken, kommt unser Spielername. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für einen Namen. Ja, was weiß ich. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt aber einen Warp entfernen wollen oder uns einen bestimmten Warp hin teleportieren wollen, dann könnten wir ja rein logisch gesehen uns diese Warps, die wir schon eingetragen haben, vorschlagen lassen. Bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel Warp machen und Leertaste drücken, kommt unser Spielername, aber nicht der Test. Bedeutet, wenn wir Warp drücken, kommt, werden die ganzen Warps aufgelistet. Das heißt also, wir müssen hingehen und müssen unseren Warp-Command, den brauchen wir gleich noch, mal alle anderen schließen, hier Warp-Command, hingehen und hier unten mal das on. Also Tab Completion. Es gibt hier zwei. Es gibt einmal eins mit einem Alias und eins ohne. Wir brauchen das mit dem Alias. Das ist so das Wichtigste.
soweit ich weiß. Wenn nicht, müssen wir uns andere. Ich weiß es nicht mehr genau, weil das ist ein Bucket. So, wir haben hier unsere. Genau. So, wir fragen erstmal ab. If, Klammer auf, Klammer zu. Arcs.längs. Größer als 0. Return. Dann kommen einfach das da returnen. Wir hier stehen haben, ist das nicht so, gehen wir hin, holen uns hier wieder unsere Warte. Lange w.getName bedeutet, wir sagen hier List, eine Liste namens String Warte. Ja, Adobe, du kannst mich mal. List Warps gleich New Array List. So, dann sagen wir hier Warps. Nicht add, get, add. Add, ganz normal app, w.getName. Und sagen hier Return Warps. Und das können wir wegmachen, weil da sagt uns eh schon Error. Machen wir das einfach nochmal mit dem anderen Tab. Und machen genau das gleiche. Dieses Supersigned Deprecation ist für den Compiler. Also wir können mal exportieren, vielleicht klappt es jetzt schon. Genau. Reload. Warp. Passiert noch nicht. Kommt da ein Fehler? Nein. Wir haben aber hier eine Location. Achso, das haben wir vorher zur Sicherheitsabfrage gemacht. Also wir haben eine Tab Completion. Aber das klappt noch nicht. Naja. Ja, okay. Da stimmt noch was nicht. Also wenn das Ding größer als 0 ist, wenn es kleiner als 0. Machen wir es doch einfach so. Wenn die Argumente kleiner als 1 sind, also wenn nichts angegeben ist. Einfach, das ist einfach wichtig. Machen wir es halt so. Was weiß ich, irgendwas beschwert sich ja immer. Ja, sagt ja noch, das Deprecated mag ich nicht. Es ist ein bisschen anstrengend, was das so ist. Ich muss es, glaube ich, mehr in Parts unterteilen. So, jetzt ist er ganz bestimmt keinen Fehler bekommen. So, wenn das kleiner als 0 ist. Nein, geht auch nicht. Fehler kommt auch nicht. Na schön und gut. Machen wir es doch ganz einfach so. Ganz, ganz einfach gehalten. Weil uns irgendwas immer stört. Wir haben jetzt Arm. Ich weiß jetzt auch, wo der Unterschied liegt. Also wir könnten, wir haben ja zwei Verbs. Einmal meiner IP, also mein Spielername, und einmal den Testbar. So, wir können zum Beispiel jetzt einfach slash Verb T eingeben und Tab Complete drücken, dann vervollständigt es. Aber wir können aber auch uns die Vorschläge wiedergeben lassen, bedeutet Test oder so. Das ist eigentlich so die Hauptsache, was das Ding macht. Vervollständigen und, also die Autovervollständigung nennt man das auch.
einmal Vorschläge bringen. Das gleiche können wir auch hier machen. Aber wir können uns einfach die beiden Methoden kopieren. Hier machen wir den Sender draus. Dann machen wir hier das Label raus. Wenn jetzt jemand nicht weiß, was genau ein Label ist, ich habe mich da nochmal erkundigt. Also, beim Label hat man den Vorteil, man hat zum Beispiel hier mehrere Alias eingebaut. Bedeutet, man kann zum Beispiel statt nur ZWAP auch SB benutzen. Für ZWAP ist es sozusagen die Abkürzung, ist so, ich weiß auch die deutsche Bezeichnung von Alias. Auf jeden Fall zum Beispiel, man möchte aber einen Unterschied herausfinden, bedeutet, ob das SB ist oder ZWAP. Bedeutet, wenn es SB ist, können wir zum Beispiel noch abfragen, ob zum Beispiel das Label SB ist vom Command halt. Und dann können wir zum Beispiel eine besondere Nachricht senden, weil du den SB benutzt hast. Bedeutet, wir könnten auch eine Question drauf machen oder was weiß ich. Da kommen wir aber später hin. Leider muss ich jetzt erstmal schon mal aufhören und zeige euch dann im zweiten Part von Teil 10, wie wir den, oder Teil 11, wie wir hier den Remove-Command weitermachen. Thank you.